Arbeitest du regelmäßig zu Hause und bist dir nicht ganz sicher, ob du den Arbeitsplatz, den du zu Hause hast, irgendwie von der Steuer absetzen kannst? Alles, was du zu dem Thema wissen musst, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und an meiner Seite ist wieder Roland Elias von Steuern mit Kopf. Und wir wollen in diesem Video mal das ganze Thema Homeoffice, Heimarbeitsplatz, näher betrachten, weil es steuerlich gar nicht so trivial ist und auch nicht ganz fair, um ehrlicherweise, meiner persönlichen Meinung nach. Aber vielleicht gibst du uns mal einen Überblick darüber, wie kann ich denn eigentlich meinen Arbeitsplatz zu Hause absetzen, wenn ich zu Hause arbeite? Also grundsätzlich muss ich mal sagen, Homeoffice, Remote. Mein Lieblingsbegriff ist ja immer noch Telearbeit. Das ist eigentlich Heimarbeitsplatz. Gibt ja mittlerweile so viele unterschiedliche Begriffe. Wichtig ist aber, wie gesagt, dass es sich am Ende, dass man sie absetzen kann, sich um ein sogenanntes Arbeitszimmer handelt. Arbeitszimmer ist auch ein Thema, wo so viel gestritten wird, weil es natürlich teilweise um eine Menge Geld geht, die man absetzen kann. Wichtig ist aber, Arbeitszimmer ist, wie gesagt, ein Arbeitszimmer, in dem du dann natürlich auch einen großen Teil deiner Tätigkeit oder halt dann als Unternehmer deine, nicht Homeoffice, deine Bürotätigkeiten jetzt einfach durchführst und nicht irgendwo ein anderes Büro hast. Es muss, ganz wichtig, damit es überhaupt immer so ein Arbeitszimmer wird, muss es ein abgeschlossenes Arbeitszimmer sein. Das heißt, ein geschlossener Raum, der nicht irgendwo offen ist, also kein, sag ich mal, so eine Arbeitsecke, wie man in dem Fall hat, weil es gibt es ja auch immer wieder so schön, dass man sagt, so Arbeitsecken im Wohnzimmer, vielleicht mit so einem schönen klassischen alten Sekretär, so im 21. Jahrhundert, oder zum Beispiel eine Abtrennung, zum Beispiel nur getrennt durch einen Vorhang, das ist kein abgeschlossenes Arbeitszimmer. Also Arbeitszimmer bedeutet immer, durch eine Tür abgeschlossen und noch ganz wichtig, wie gesagt, dort, wo du auch einen Großteil deiner Tätigkeiten durchführst. Und dann haben ja alle Leute mit einer Loftwohnung ein Problem. Yep. Ist tatsächlich leider praktisch auch der Fall. Das ist tatsächlich, du musst eine Tür zumachen können. Genau, richtig. Und wie muss der Raum genutzt werden dürfen? Was ist, wenn ich denn so einen Mischraum habe, den ich auch als Arbeitszimmer nutze? Also wie oft darf ich mich privat denn gar nicht mehr reinsetzen? Ja, also grundsätzlich ist es so natürlich, man muss jetzt kein Fahrtenbuch fürs Arbeitszimmer führen. Das ist schon so ein Punkt. Also gerade, weil du ansprichst, Loftwohnung ist nämlich ein heißes Thema. Also es gab einen Fall sogar, dort war zum Beispiel keine Tür drin. Da hat dann wirklich das Finanzgericht, ich glaube, es war ein Finanzgericht, auch gesagt, nein, kein abgeschlossenes Arbeitszimmer. Auch kein Vorhang, wo man so einen Vorhang drauf hat. Wenn das, selbst wenn da bloß so eine Tür einfach durch wäre, ist nicht abgeschlossen. Man muss wirklich theoretisch fest Hardcover verschließen. Wichtig an der Stelle, aber Arbeitszimmer, es muss wirklich der Großteil der Tätigkeiten durchgeführt werden. Wenn du zum Beispiel aktiv auch, was ja für Unternehmer wichtig ist, wenn es zum Beispiel das Eigenheim ist, dann willst du eigentlich dieses Arbeitszimmer vermeiden, weil sonst wird jetzt eventuell hier das Ganze auch Betriebsvermögen. Da heißt dann ganz klassisch Couch reinstellen, dann vielleicht zum Wäschebügeln das Gestell reinstellen, dann ist es kein Arbeitszimmer mehr. Denn in einem Arbeitszimmer darf grundsätzlich nur die Arbeit durchgeführt werden. Aber das heißt natürlich hier überwiegend, das heißt, wenn du zum Beispiel ab und zu vielleicht auch deine privaten Unterlagen dort, sag ich mal, weiter bearbeitest, ist nicht so schädlich, aber es sollten zum Beispiel jetzt nicht ein Gaming-Zimmer sein, wo du vielleicht, wenn du bei meinen... Außer du bist Streamer und das ist dein Job. Aber wenn du zum Beispiel wirklich Hobby-Gamer bist und Streaming nur so ein bisschen nebenbei machst, dann ist es kein Arbeitszimmer. Ja. Gerade zum ganzen Thema, der ganzen Problematik, die du angesprochen hast mit, wie ist das eigentlich, wenn dir das Haus gehört, also mit einem Eigenheim. Dazu haben wir schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, wo wir das wirklich ganz genau durchgehen, warum das sehr ungünstig ist, ein Arbeitszimmer im Eigenheim zu haben. Ja. Das verlinke ich euch einfach mal oben rechts. Guckt da gerne mal vorbei. Das wird hier, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Ja. Wir haben jetzt ja besprochen, wann kann ich denn Kosten absetzen? Mhm. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie viel oder welche Art von Kosten kann ich denn eigentlich absetzen? Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich kann Kosten ansetzen. Welche denn? Also was für, welche Kosten denn? Also grundsätzlich heißt, es gibt Ausnahmen, alles. Nein, das ist im Großen und Ganzen, es ist wirklich so, man muss natürlich in dem Fall, auch wenn man ein Arbeitszimmer hat, hier zum Beispiel im Finanzamt auch einen Grundriss übermitteln. Das heißt, dort wird dann auch ein Grundriss mitgeschickt, weil man zum Beispiel, klassisch um einfach zu rechnen, man hat eine 100 Quadratmeter Wohnung und dann 20 Quadratmeter ein abgeschlossenes Zimmer drin, sind dann natürlich hier fürs Arbeitszimmer, dann kann man 20% aller Kosten absetzen, die dort damit in Verbindung stehen. Sprich Miete, natürlich die Grundsteuer, die man zahlt, die Nebenkosten, Heizung, alles Mögliche, was es dort gibt, kann man dort mit absetzen. Also sprich, als Betriebsausgaben kann es dort mit reinkommen. Das heißt, Betriebsausgabe bedeutet ja auch in dem Fall Vorsteuerabzug. Korrekt, genau. Das ist jetzt bei der Miete meistens nicht der Fall, weil es umsatzsteuerfrei ist. Aber zum Beispiel bei hier Strom, Gas, Wasser und so weiter, überall, das da ist, kann ich 20% der Vorsteuer ziehen. Genau.
Das klingt doch mal schön. Und das Gute dabei ist tatsächlich die Einrichtung. Also den Schreibtisch und den Schreibtischstuhl und den Bildschirm und so weiter. Den kann man immer absetzen. Sogar dann, wenn sonstige Absetzbarkeit nicht gegeben ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt, du hast angesprochen, im Wohnzimmer meinen Sekretär habe und daran arbeite und ich den extra dafür gekauft habe, kann ich den trotzdem absetzen. Ich kann jetzt nicht anteilig der Miet- und Nebenkosten absetzen. Genau. Aber dieses Einrichtungsstück, was ich dafür brauche, um da zu arbeiten, den kann ich absetzen. Und das ist auch so Regale, natürlich, wo ich dann meine Arbeitsunterlagen drin aufbewahre und so weiter. Das kann alles 100% abgesetzt werden. Genau, also auch in der Loftwohnung geht Stuhl und Schreibtisch. Ja, das ist doch schon mal was. Es gibt allerdings einen kleinen Haken, und zwar gibt es da eine Grenze, die hört man immer mal wieder, von 1.250 Euro. Stimmt das, dass ich nur 1.250 Euro absetzen kann? Also grundsätzlich ja. Also als reines Arbeitszimmer ist es beschränkt auf die 1.250 Euro. Wenn du aber, das muss man ganz getrennt davon sagen, was extern anmietest und dort nicht in der eigenen Wohnung unterwegs bist, dann kannst du natürlich alle Kosten anziehen. Auch wenn jetzt in dem Zusammenhang das Grundstück, in dem du arbeitest, komplett Betriebsvermögen ist, dann greift diese Grenze nicht. Die greift wirklich nur für das, also die 1.250 Euro greifen nur für das Arbeitszimmer, das in deiner privaten Wohnung ist. Und wenn das dann alles nicht geht, also es gibt bestimmt eine Reihe an Leuten, die sagen so, Mist, ich habe eine Loftwohnung, schön, ich kann jetzt meinen Schreibtischstuhl und meinen Sekretär und was auch immer absetzen. Das ist ja unfair. Ja, sehe ich auch so. Ist ehrlicherweise auch einfach schwierig zu kalkulieren. Jetzt gibt es aber gerade während der Corona-Zeit eine neue Pauschale, und zwar die Homeoffice-Pauschale. Das heißt, da kann man pauschal keine echte Miete absetzen, aber pauschal 5 Euro pro Arbeitstag, an dem man zu Hause arbeitet. Dummerweise bis 120 Tage pro Jahr nur. Ja. Wenn man mehr Arbeitstage im Jahr, eher sind es meistens so 200 bis 250 Arbeitstage pro Jahr. Ihr könnt aber 5 Euro für bis zu 120 Arbeitstage pro Jahr als Pauschale absetzen. Ganz normal in der Buchhaltung als Betriebsausgabe. Sind also 600 Euro, die ihr auf jeden Fall pauschal absetzen könnt, neben den tatsächlichen Kosten, die da entstanden sind. Klingt auf jeden Fall super. Ja. Soweit zum Thema Homeoffice, Heimarbeitsplatz, Telearbeitsplatz, Fernarbeitsplatz, was auch immer, welche Worte ihr euch dazu einfallen lasst. Steuerlich werden die alle gleich behandelt und ist immer das Gleiche gemeint. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schreibt gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche euch gerne weiterzuhelfen. Wenn ihr ansonsten noch ein bisschen Bedarf nach mehr Videos habt, dann solltet ihr unbedingt mal auf den Kanal von Roland vorbeischauen, auf Steuern mit Kopf. Auch ihr seid eigentlich überall, auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok, auf, ich weiß auch, du hast irgendwann mal gestreamt auf Twitch, ne? Das ist nicht mehr so ganz aktiv, oder? Nee, mach vorher aber im Winter wieder. Okay, siehst du, im Winter könnt ihr auch da mal vorbeischauen. Ansonsten bedanke ich mich dafür, dass du uns besucht hast hier. Sehr und ja, ich würde mich freuen, euch auch in einem der nächsten Videos wiederzusehen. Ciao, ciao.